So, da sind wir wieder, nachdem der Zwergeleak wieder offline gehen musste, weil er von dem Publisher Eurovideo mit einem Content-ID-Strike belegt wurde, können wir euch das jetzt Ganze nochmal präsentieren. Es gibt eine kleine Änderung oder eigentlich sogar eine ziemlich große Änderung bei diesem Video allerdings, nämlich, dass die Konzeptzeichnungen, über die wir verfügen, nicht in das Video integrieren konnten, weil Eurovideo uns da mit rechtlichen Schritten und mit Anwälten gedroht hat. Wo wir glauben, dass das nicht rechtlich begründbar ist, wo wir allerdings aktuell nicht die Ressourcen haben, um aktiv dagegen vorzugehen. Eurovideo wird allerdings den Content-ID-Strike, mit dem sie unseren Kanal belegt haben, wieder zurücknehmen, da wir das ursprüngliche Video so nicht mehr veröffentlichen werden. Ihr findet jetzt in diesem Video nochmal die gleichen ausführlichen Informationen zu dem Zwerge-Videospiel, die ihr auch das erste Mal bekommen habt, jetzt dann aber unterlegt mit nun offiziell veröffentlichten Konzeptmaterial, denn Eurovideo hat mittlerweile offiziell bestätigt, dass das die Zwerge-Leak dass es echt ist und dass das Spiel tatsächlich erscheint. Eine kleine Korrektur gibt es. Die Kickstarter-Kampagne wird nicht wie ursprünglich geplant im Juli jetzt schon starten, sondern erst nach einer Ankündigung auf der Gamescom im August. Das ist eine kleine Änderung. Dementsprechend kann es auch sein, dass der Release, der ursprünglich von März auf März, April gelegt wurde, nach hinten verschoben wurde. Darüber kann ich natürlich keine weiteren Auskünfte geben. Ich weiß nur, dass der ursprüngliche Plan war, das Spiel zwischen März und April 2016 zu veröffentlichen. Also alle ausführlichen Informationen dazu gibt es jetzt hier nochmal in dem Video. Wenn ihr das in Textform haben wollt oder in kurzen Stichpunkten, dann bekommt ihr das auf unserer Website hier unten. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß damit. Wie gesagt, ist jetzt alles offiziell. Eurovideo hat es bestätigt in der Pressemitteilung, aber wir haben in dem Video noch ein paar weitere Infos, die es in der Pressemitteilung nicht gibt. Ganz viel Spaß dabei. Kennt ihr eigentlich Markus Heitz? Wenn ihr auf deutsche Fantasy-Literatur steht, dann werdet ihr diese Frage bestimmt mit Ja beantworten. So geht's auch mir. Ich bin schon seit vielen, vielen Jahren großer Fan von Markus Heitz, was vor allen Dingen an seiner Die Zwerge-Buchreihe liegt und allem, was dann noch so drumherum erschienen ist. Die Zwerge hat jetzt schon lange Zeit national und dann auch international Erfolge gefeiert und deswegen bin ich sehr glücklich darüber berichten zu können, dass ich aus internen Quellen erfahren habe, dass der Entwickler King Art Games gerade an einer Spielumsetzung zum ersten Buch arbeitet und die ersten Informationen zu diesem Spiel, die bekommt ihr jetzt hier von mir. Wir haben Zugriff auf einige interne Entwicklungsdokumente bekommen und können deswegen erste Details zum Die Zwerge-Spiel verraten. Ihr werdet in dem Spiel in die Rolle von Tungdil schlüpfen, der als ausgestoßener Zwerg mitten in die politischen Tumulte seines Volkes gestoßen wird und eine überraschend große Rolle darin zu spielen hat. Währenddessen betrügt ein übermächtiger Magus seine Verbündeten und versucht die Herrschaft über das Heimatland der Zwerge, Elben und Menschen, das geborgene Land, zu erlangen. Das wurde dabei von King Art offensichtlich bereits vollständig kartografiert, inklusive für Fans so bekannte Orte wie Purista oder Zon Balsur. Fans der Bücher werden anhand dieser kurzen Zusammenfassung schon gemerkt haben, dass sich das Spiel dabei sehr eng an das erste Buch halten wird und eine Umsetzung dessen darstellen wird. Dabei will sich King Art Games aber dann wirklich auf die Geschichte von Tungdil konzentrieren und die ganzen Nebenplots, die so ohne seine direkte Involvierung im Buch noch vonstatten gingen, die sollen eher nebenbei noch erwähnt werden oder verändert werden oder sogar komplett wegfallen. Verantwortlich für die Entwicklung zeigt sich, wie bereits erwähnt, King Art, die vor allen Dingen mit ihrer Book of Unwritten Tales-Reihe in Deutschland eine größere Bekanntheit erlangten. 2003 veröffentlichten sie dann mit Battleworlds Chronos ein ambitioniertes Rundenstrategiespiel und bewiesen, dass sie auch abseits klassischer Point-and-Click-Adventures einiges zu bieten haben. Mit Die Zwerge wenden sie sich nun dem Rollenspiel-Genre zu und legen laut interner Dokumente einen großen Fokus auf das Bereisen der Länder, das Schlagen von Schlachten und das Lösen von Nebenaufgaben. Nach eigener Aussage will King Art dem Spieler dabei schlicht sagen, na los, sieh zu, wie du da rauskommst, wie du dein Ziel erreichst. Der Spieler soll nicht penibel durch die Spielwelt geleitet werden, sondern die Möglichkeit bekommen, einen Großteil der Geschichte selbst zu entdecken. Selbst wenn Tungdil im Buch also direkt von A nach B ging, soll der Spieler die Möglichkeit haben, zwischendurch auch noch bei C zu stoppen und danach wieder zurück zu A zu gehen.
gehen. Cutscenes dagegen soll es nur wenige geben. Der Fokus liegt auf Ingame-Gesprächen, für die aufwendig animierte, detaillierte Next-Gen-Charaktermodelle genutzt werden sollen. Klingt nach einem ziemlich ambitionierten Projekt, das dann auch mit der Unterstützung der Fans fertiggestellt werden soll. Damit hat KingArt bereits Erfahrung. Die haben nämlich das gleiche auch mit Book of Unwritten Tales 2 gemacht, wo sie auf Kickstarter große Erfolge feierten. Deswegen wird auch die Zwerge demnächst bei Kickstarter an den Start gehen. Buchfans scheinen sich dabei auf eine ziemlich originalgetreue Umsetzung freuen zu dürfen. In Konzeptzeichnungen zu den beiden Magierherrschern Nudin und Andokai erkenne ich als Fan der Bücher ziemlich genau das wieder, was ich mir damals vorgestellt habe. Auch ein erster Blick auf die Zwillinge und Mitglieder der Ingame-Gruppe Boendal und Boindil aka Ingrimsch lässt deutlich erkennen, dass sich KingArt nicht allzu weit von den Büchern zu entfernen scheint. Besonders cool Boendals markanter Krähenschnabel, mit dem er und sein Bruder in den Büchern auf verschiedenste Arten und Weise auf Orks draufkloppen. Obwohl die Zwerge laut unserer Quelle also einen großen Fokus auf eine offene, frei bereisbare Welt legen wird, soll auch die Inszenierung nicht zu kurz kommen. Im Intro werden bei der verzweifelten Verteidigung des geborgenen Landes einige hundert Jahre vor den Geschehnissen des Buches noch vier andere Zwerge spielbar sein, darunter etwa Giselbart Eisenauge, einer der Begründer des Stammes der Fünften. Auch die deutschen Sprecherrollen haben es durchaus in sich. Torben Liebrecht, bekannt für seine Sprechrollen als Thorin Eisenschild in Der Hobbit, Booker DeWitt in Bioshock Infinite oder Nicholas Brody in Homeland soll etwa Hauptcharakter Tungdil die Stimme leihen. Erich Reuker soll nach seinen Rollen als Ginyu in Dragon Ball Z, Deathstroke in Batman Arkham Origins oder Saul in Homeland als Ed Sailor zum Einsatz kommen. KingArt schielt bei der Entwicklung von Die Zwerge aber nicht ausschließlich auf den deutschen Markt. Alle Charaktere haben bereits englische Namen. So wird aus Nudin dem Wissbegierigen etwa Nudin the Knowledge Lusty und aus Giselbart Eisenauge Giselbert Iron Eye. Und auch die Kickstarter-Kampagne wird in zwei Versionen verfügbar sein. Die deutsche Fassung wird sich auf die Buchlizenz und die in den Dokumenten angedeutete Involvierung von Autor Markus Heitz konzentrieren, während der Fokus bei der englischen Kampagne auf dem Spiel selbst und dem Kampfsystem liegen soll. Erscheinen soll das Ganze nach unseren Informationen bereits im März oder April 2016. Und das wären auch alle Infos, die wir hier gerade zu bieten haben. Die Kickstarter-Kampagne soll noch diesen Monat im Juli an den Start gehen. Da werden dann also auch sehr bald schon die ersten offiziellen Informationen folgen. Ich als Buchfan muss sagen, dass sich diese ganzen ersten Infos ziemlich vielversprechend anhören, auch wenn sie wirklich sehr ambitioniert sind. Da muss man dann auch sehen, was dabei wirklich rauskommt. Sobald es dann die ersten offiziellen Infos gibt zu Die Zwerge, bekommt ihr die dann natürlich auch hier bei uns. Ich wünsche euch bis dahin noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss.